So Leute, da bin ich wieder. Ich habe noch ein bisschen gelevelt, muss den Spielstand noch mal laden. Ja, ich habe wirklich lange gelevelt, weil ich den nächsten Part eigentlich schon aufnehmen wollte. Nach fünfmal Scheitern allerdings gemerkt haben, dass wir keine Chance dagegen haben. Darum habe ich extremst reingelevelt und unseren Stock auch auf Level 3 gebracht. Wer Sigrid of Evermore kennt, weiß, es ist etwas schwierig. Dauert sehr, sehr lange. Wirklich sehr lange. Ich glaube, ich habe 4,5 Stunden gelevelt. Naja, wir versuchen es jetzt. Und lass uns loslegen. Außerdem hat der Hund jetzt ein Halsband. Und wir sind etwas besser gerüstet. Die Zauber konnten wir leider nicht verbessern, oder konnte ich nicht verbessern. Einfach aus dem Grund, da die Zutaten fehlen. So. Ob wir jetzt eine Chance haben, sehen wir gleich. Ich lade den Stock. Ich habe auf jeden Fall richtig gut gelevelt. Das sollte einiges bringen. Das hat jetzt wirklich sehr viel gebracht. Unser Hund hat Angriffslevel 2 erreicht. Jupp. Der hat mal richtig gesessen. Unser Hund kümmert sich um den Kleinkram und wir werden sterben. Säure werden wir nicht packen. So, Roxy, mach mal weiter. Und der hat auch gesessen. Wir heilen uns mal kurz, damit wir das Ganze auch ein bisschen besser packen. Habe ich natürlich auch ein bisschen was zum Heilen gekauft. Ein bisschen was ist gut. Wir sind komplett voll. So, wir laden den Stock. Es funktioniert so. Wir laden den Stock auf und können dann stärker zuschlagen. Und das war leider der falsche Gegner. Roxy, hilf uns mal ein bisschen. Wir sterben hier. Du musst etwas tun. Und wir geben ihm Saures. Das war nichts. Kann es sein, dass nur wenn die Klaue vorne ist, dass wir schlagen können? Ich weiß es nicht so ganz, was da so vor sich geht. Schon ein bisschen seltsam. Ich habe ihn wieder nicht erwischt. Blätter nehmen wir natürlich gerne an. Können wir auch super gebrauchen. Weil es ist trotzdem noch einigermaßen schwierig hier. Im Flug geheilt. Super. Hat auch mal wieder gar nichts gebracht. Ich dachte, das würde mehr bringen, ehrlich gesagt. Ich dachte nicht, dass. Also ich dachte jetzt, wir nehmen jetzt zwei Schläge und das Ding ist hin. Ganz ehrlich. Also da habe ich mir wirklich mehr erwartet. Ah, okay, wir müssen aufs Herz schlagen.
Dann machen wir das noch mal. Nein, ihr kriegt mich nicht. Mach auf da. So einen Schlag bräuchte der da drinnen mal. Und wieder Säure. Ich heile mal. Heile mich mal schnell kurz. Und mein Hund hier. Mein Hund hier auch. Mein Hund, die braucht. Gute Frage, Mister Riesenvieh. Ich denke, das bringt uns gar nichts. Wir müssen einfach wirklich hingehen und das Ding öfters schlagen. Das bringt nichts, den Stock zu laden. Bringt vielleicht bei normalen Gegnern was. Aber nicht bei diesem riesen Insektenvieh. Und da werden wir wieder mit Zeitsäure überworfen. Sehr schön. Unser Hund segnet gleich das Zeitliche. Das wollen wir aber nicht. Heilen wir uns mal. Wirklich krasses Spiel hier. Komm. Jetzt soll's aber langsam. Naja. Komm, jetzt. Nein, komm. Jetzt gibt's Saures. Jetzt gibt's Saures. Und jetzt haben wir ihn. Da schreit er. 750 Krallen. Jetzt sind wir Millionär. Fast. Da reißt ihm den Schädel weg. Sehr schön. Und wir sind komplett geheilt. Super. Sehr schön. Tarantel-Axt erhalten. Da heißt jetzt natürlich wieder Axt aufleveln. Sehr schön. Da kommt ein Mensch raus. Siehe da, wer ist denn das? Du bist ein großer Krieger. Hab Dank für die Rettung. Ich bin Schlauer Bär aus dem Dschungeldorf. Oh, Schlauer Bär. Den haben wir gesucht. Ich bin ein Mitglied der alchemistischen Gilde. Ich bin Mark und das hier ist mein Hund Roxy. Ich bin erfreut, euch kennenzulernen. Ich suchte gerade nach Zutaten, als mich das Monster angriff. Wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt, hätte das Ding mich gefrühstückt. Nimm bitte dieses Geschenk von mir an. Zema Wachs und Zema Öl. Damit können wir doch was anfangen. Ein bisschen Zauberei. Gehen wir da mal durch, was dahinter lauert. Die Axt ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Damit können wir was anfangen. Müssen wir uns nicht mit dem Knochenspielzeug rumschlagen. Jo. Die funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Was haben wir denn hier? Ein paar Kristalle, sehr schön. Bleiarmband. Können wir das gleich ausrüsten? Jupp, das stärkt uns etwas.
Sehr schön. Weiter im Programm. Wir schauen uns mal ein bisschen hier um. Da hat er uns zuerst erwischt. Und wir sind hier oben. Mal abspeichern. Ich weiß gar nicht, ob wir hier vorher schon reingekommen sind. Ich glaube, da wären wir doch rumgekommen. Nö. Hier sind wir vorher natürlich noch nicht hingekommen. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Feuerauge, unserem Freund oder Freundin. Die mag uns auf jeden Fall. Da jagt ihm den Kopf weg. Wir könnten eigentlich auch schon mal hier hochschauen. Die Pflanzen sind etwas lästig, muss ich sagen. Okay. Und da habe ich wieder ein Problem. Naja, ich weiß es nicht, was da los ist. Das hatte ich ehrlich gesagt noch nie auf dem richtigen Super Nintendo. Liegt vermutlich am Emulator. Aber ich würde ja sehr gerne das Spiel mit euch teilen. Drum werde ich einfach ein bisschen öfter speichern müssen. Ich hatte das Problem tatsächlich jetzt schon einige Male, wirklich einige Male. Ich habe gedacht, ich hätte es vielleicht gelöst. Aber nada. Das heißt, wir müssen vor jedem Mal durchgehend einmal speichern. Roxy, komm mit. Wir müssen zu Feuerauge. Dann gehen wir mal zu Feuerauge. Auf deinen Platz. Mach Platz. Wie ich sehe, warst du in Vulgos Höhle erfolgreich. Tja, ich bin eben toll. Und ich habe dort eine tolle Axt gefunden. Hey, die sieht ja richtig toll aus. Schlauer Bär ist wieder in seiner Hütte südlich vom Dorf. Aber inzwischen haben wir ein neues Problem. Der Vulkan im Norden kühlt langsam ab. Und wenn das so weitergeht, haben wir bald eine neue Eiszeit. Das tut mir ja wirklich leid für euch, aber ich muss jetzt zurück nach Großostheim. Will eine Pizza essen. Du solltest trotzdem erst einmal nach der Quelle dieser Kältewelle suchen. Ich komme übrigens auch aus Großostheim. Mein Großvater bewohnt das Labor auf dem kleinen Hügel. Es hat eine Maschine gebaut, mit dem man in eine selbstgeschaffene Welt reisen kann. Nun, mein größter Wunschtraum war es immer einmal in die Steinzeit zu reisen. Aber aus den 3 Stunden, die ich hier verbringen wollte, sind inzwischen 30 Jahre geworden. Das ist natürlich nicht so toll. Trotzdem spüre ich auch hier ab und zu den Einfluss der reellen Welt. Dieser plötzliche Kälteeinbruch könnte das Werk einer Person aus der reellen Welt sein. Und diese Person kontrolliert anscheinend die bösen Vulkanechsen. Im Vulkanzentrum könntest du die Antwort dafür finden und vielleicht findest du dort auch jemanden, der dich nach Hause bringen kann. Aber das Wichtigste ist, dass du unser Dorf rettest. Das hört sich genauso absurd wie die Handlung aus Heiße Hexen schmecken nicht an. In dem Film landen 5 Astronauten auf einem Planeten, der genauso aussieht wie die Erde. In einem Vulkankrater entdecken sie dann eine Hexe, die gerade mit Eiterbeulen. Ich glaube, ganz so ekelhaft wird es wohl nicht werden. Falls du trotzdem irgendwelche Probleme haben solltest, kannst du mich mit einer Zauberperle herbeirufen. 6 Zauberperlen erhalten. Sehr schön. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann wirf eine Perle auf die Erde. Ich werde sofort kommen und dir mit meinen Zaubersprüchen helfen.
Aber wie kann ein Mädchen wie du uns helfen? Du bist doch viel zu klein. Das ist ganz einfach. Soll ich dir zeigen, warum mich die Dörfler Feuerauge nennen? Geh zur Seite. Ho. Ja, die hat's drauf. Ruf mich mit einer Zauberperle, wenn du mich brauchst. Ja, ist gut. Wir haben's verstanden. Wir werden dich rufen. Jetzt werden wir erst einmal eine Runde schlafen. Das ist immer gut. Wir haben uns etwas Ruhe verdient. Willkommen in meinem Hotel. Möchtest du für 10 Kreien übernachten? Da wir 2000 haben, werden wir das Angebot gerne annehmen. Yep. Und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part.